Hey Leute, NeoStrix hier und herzlich willkommen zu So geht Minecraft Tag Nummer 26. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Schild und was man damit alles machen kann. Falls du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja Leute, wir haben ja jetzt schon einige Minecraft-Tage hier gelebt und haben auch schon ein paar Monster besiegt. Allerdings haben wir noch nie über die Möglichkeit gesprochen, uns gegen Monster zu verteidigen. Die einzige Verteidigung war bisher ja immer, gegen die Zombies und Skelette anzugreifen mit unserem Schwert oder der Axt. Dann kommen wir jetzt mal zum Schild, denn das bietet uns die Möglichkeit, uns auch vor Zombies und anderen Mobs zu verteidigen. Und das Schild ist eigentlich relativ einfach zu craften. Wir brauchen nur ein bisschen Holz und genau einen Eisenbarren. Und wir sehen jetzt schon, hier haben wir das Schild, aber wir machen es jetzt mal so. Ist so ähnlich wie beim Trichter, da würden wir ja jetzt hier mit Eisen kommen und hier die Truhe hinlegen. Allerdings geht das Schild ein bisschen anders. Das geht so, ja, so macht man das. Also wir sehen, wir können einfach irgendwelche Holzplanken benutzen. Wir könnten auch theoretisch alle Planken von jeder einzelnen Baumart verwenden, je nachdem, was wir an Holz da haben. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Eisenbarren. Und dann haben wir auch schon ein Schild. Und das Holz können wir jetzt wieder zurücklegen. Und ja, das Schild, sehen wir schon, ist einfach so ein Holzschild. Können wir einfach mit Rechtsklick so einsetzen und vor uns halten. Und dann sind wir erstmal gegen Schläge, Pfeilschüsse, Explosionen und alles Mögliche geschützt. Außer Tränke, die den Flächeneffekt haben. Also Area-Tränke, die wir werfen und dann die dann einfach, ja, theoretisch einfach Wurftränke, ne? Wie wir die hier kennen. Wo haben wir sie? Wir hatten die doch. Ja, hier zum Beispiel Wurftränke. Gegen die kann uns das Schild nicht helfen. Dann nehmen wir mal die Fackeln und das Essen weg aus der Offhand. Und wir sehen schon, hier in der Offhand ist so schon so ein bisschen so ein Schild angedeutet. Und können wir dann einfach in die Offhand packen. Und sobald wir dann Rechtsklick drücken, schützen wir uns vor Angriffen. Naja, wie schon gesagt, außer vor Tränken. Und wenn wir jetzt mal rennen hier, wir sehen, wir laufen mal ein bisschen schneller hier lang. Und sobald wir dann anfangen zu blocken, sehen wir, laufen wir natürlich auch ein bisschen langsamer. Wir können natürlich nicht hier das Schild halten und dann direkt weiter sprinten. Geht leider nicht. Und wir haben uns ja mit dem Webstuhl beschäftigt in einer der letzten Folgen. Und mit den Bannern haben wir uns ebenfalls beschäftigt. Und warum ich das jetzt anspreche, ist eigentlich relativ einfach. Denn wir besorgen uns jetzt mal noch Wolle und machen uns noch einen Banner. Denn wir können unser Schild natürlich auch ein bisschen personalisieren. Und ja, dafür brauchen wir einen Banner. Das müssen wir uns eben craften. Da haben wir weißes Banner. Dann brauchen wir natürlich Farbstoff. Ja, das würde ich eigentlich so blau-rot. Ist doch nicht schlecht. Machen wir es so. Nee, warte, wir machen es rot. Wir machen es rot. Na, aber gibt es hier keine volle Fläche in rot? Nehmen wir einfach rot, gelb, blau. Finde ich, ist eine schöne Kombination auf jeden Fall. Machen wir so und dann machen wir so und dann machen wir noch einen gelben Punkt und dann machen wir eine blaue Blume draus mit einer gelben Mitte. So, und dann haben wir jetzt auch schon ein einigermaßen schönes Banner, würde ich mal so behaupten. Und dann können wir das Banner mal abbauen, denn ich habe ja vorhin gesagt, wir können unser Schild personalisieren. Da brauchen wir das Schild natürlich für und da können wir jetzt einfach das Schild zusammen craften mit unserem Banner, geht zum einen im Crafting Table und auch im Inventar. Ja, geht auch. Und jetzt haben wir ein Schild mit der Form, die wir drauf gemacht haben. Ist natürlich ein bisschen kleiner, weil das Schild noch einen Rand hat. Aber jetzt haben wir ein Schild mit verschiedenen Mustern drauf. Ist natürlich jedes einzelne Banner möglich. Wir können auch einfach ein weißes Banner drauf machen, würde auch gehen. Wir hätten auch dieses Banner drauf machen können. Also ihr könnt euch hier im Webstuhl tatsächlich alle möglichen Banner zusammenbasteln und die dann auch noch auf das Schild machen. Also da habt ihr wirklich
sehr viele Möglichkeiten. Wir gucken mal eben hier in die Farm. Wunderbar. Und ja, wir können nicht nur das Schild mit Bannern personalisieren, sondern wir können es auch noch verzaubern. Und da brauchen wir ein bisschen Lapis Lazuli für, ist natürlich klar. Und dann gehen wir mal unten in den Verzauberungskeller. Ja, machen wir, nee, nicht disenchanten. Hier, brauchen wir das Schild natürlich. Und dann hauen wir das mal hier rein. Okay, geht nicht am normalen Enchantment Table. Wir brauchen verzauberte Bücher. Ist ja soweit in Ordnung. Haben wir noch Mending? Nee, doch. Wir haben noch Mending. Und ist natürlich klar, dann können wir das Schild einfach reparieren. Weil ist natürlich auch begrenzte Lebensanzahl auf dem Schild. Wenn es kaputt ist, ist zum einen unser Muster weg. Müssen wir dann neu machen. Und unser Schild generell. Wäre ein bisschen doof. Ich weiß, in der Verzauberungsfolge hatte ich gesagt, auf Bücher verzaubern macht nicht so viel Sinn. Aber ich will mal gucken, ob es da was halbwegs Sinnvolles gibt. Sharpness 3. Naja, ist jetzt nicht so sinnvoll für unser Schild. Da wird eher Unbreaking Sinn machen, aber wir machen jetzt erstmal Mending drauf. Weil dann geht das Schild halt nicht kaputt. Oder doch, es würde kaputt gehen, wenn wir es nicht heilen. Wir haben es jetzt gecraftet, machen es in die Offhand und jetzt können wir halt zwischendurch, so würde ich mal sagen, einfach vielleicht noch Unbreaking drauf machen, wenn wir es irgendwann mal von einem Villager vielleicht bekommen. Und jetzt haben wir soweit ein perfektes Schild. Man kann natürlich auch ein normales Schild nehmen, geht natürlich auch und einfach ohne Verzauberung, und wenn es kaputt geht, craftet man einfach ein neues, wird alles gehen. Und jetzt ist auch perfekt eben Nacht und da hinten sind schon ein paar Kandidaten, die wir mal unser Schild testen lassen können. Jetzt einfach mit Rechtsklick schlägt er aufs Schild. Wir können ihn schlagen, wir bekommen keinen Schaden. Und wir können uns jetzt einfach gegen den Kollegen verteidigen. Ja, okay, jetzt ist hier ein bisschen Zombie-Armee, aber das sollten wir mit dem Schild auch hinbekommen. Und wir sehen unten rechts, ach, jetzt ist hier noch ein kleiner. Okay, dann gehe ich mal eben weg, kümmere mich als erstes um das kleine Zombie. Na, geh mal weg. Stirb. So. Gut. Und jetzt stirbt. So. Und so können wir halt einfach gut gegen Zombies fighten. Oder auch gegen andere Mobs. Sind jetzt gerade nur Zombies. Und wir bekommen halt nicht so viel Schaden. Und dann brauchen wir auch eigentlich nicht wegrennen. Wir können die alle schön entspannt wegmachen. Ohne dass die uns wirklich krass Schaden zufügen. Ab und zu mal müssen wir uns ein bisschen aus der Menge eben raus, ja, flüchten. Damit wir hier jetzt nicht komplett weggeschnitzelt werden. Weil wenn wir mittendrin stehen, ist natürlich klar, dass wir da auf jeden Fall Schaden bekommen würden. Weil ein Spieler mit einem Schild gegen, ja, sagen wir mal 10 Zombies wäre ein bisschen, naja. So, hau mal ab. Mein Freund, dann würde ich jetzt gerne noch gucken. Da hinten sind Skelette. Kollege, dann schieß mal. Haben wir auch schon ein neues Advancement. Wer die Folge zu den Advancements übrigens nicht gesehen hat, der kann jetzt mal oben rechts in der Ecke klicken. Da ist es nämlich verlinkt in der Infokarte. Und was wir jetzt gesehen haben, ist auch sehr, sehr cool mit dem Schild. Denn wir können uns sehr einfach gegen Explosionen schützen. Wie schon gesagt am Anfang, wenn jetzt ein Creeper uns sprengen will, dann hat er keine Chance. Wir können einfach das Schild vor uns halten, der sprengt sich in die Luft und ja, ist selber tot. Wir haben keinen Schaden bekommen, alles super. Nur was wir jetzt sehen, das Schild hat Schaden bekommen, ist natürlich logisch. Und Explosionen machen dem Schild natürlich nochmal extra Schaden. Und naja, wir haben jetzt Mending drauf, das heißt, alles super. Wir können das einfach reparieren und so. Du bist auf der Suche nach einem Discord-Server für dich und deine Freunde oder willst dich mit Leuten aus meiner Community unterhalten? Dann komm doch auf meinen Community-Discord-Server. Link zu diesem findest du unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen mal eben hier runter und schauen mal. Ach ja, habe ich noch gar nicht gezeigt, Leute. Ich habe in
ja, zwischen einer der letzten Folgen habe ich einfach hier mal die Farmen dazu gebaut. Die, ja, Kelp-Farm, dass hier ein bisschen mehr Kelp reinkommt. Wir sehen, ist auch schon ein bisschen wieder was angekommen hier. Wir müssen uns mal irgendwann hier die XP rausziehen, die der bekommen hat. Wir müssen uns auch noch einen guten Bogen machen irgendwann. Schild schützt uns vor Explosionen und vor gegnerischen Angriffen generell. Und bei PvP-Servern jetzt beispielsweise, wenn ihr gegen eure Freunde kämpft einfach, da ist natürlich die Sache, dass die Schilder, wenn euer Freund mit dem Schild ankommt oder eure Freundin, könnt ihr einfach mit einer Axt draufhauen, weil dann hat das Schild einen Cooldown. Wenn wir mit einer Axt draufhauen, dauert es ein bisschen, bis wir das Schild wieder einsetzen dürfen. Kommt natürlich immer auf den Server an, weil man kann natürlich, je nachdem, wie man den Server einstellt, kann man es natürlich immer umstellen. Aber bei normalen PvP-Servern sollte das auch so gelten. Und ja, da könnt ihr euch dann einfach mit einer Axt gegen einen Schildspieler wehren. Und eine Axt macht einem Schild natürlich auch ein bisschen mehr Damage, weil das Schild ist aus Holz und Axt ist halt gegen Holz. Also von daher solltet ihr euch auf jeden Fall vor so Leuten in Acht nehmen. Und natürlich auch vor Zombies, die vielleicht eine Axt in der Hand haben. Kommt nicht oft vor, aber es ist möglich. Und dann wollen wir mal eben hier schauen, dass wir nochmal das... den Kollegen hier wegklären. Vielleicht gibt er uns ja seinen Bogen. Naja, eigentlich war es möglich, dass das Skelett mit dem Pfeil, wir sehen ja, wenn es auf uns schießt, dann blockt das Schild auch den Pfeil ab und der fliegt noch ein bisschen weiter weg. Und da konnte sich das Skelett eigentlich selber auch mit verletzen, wenn der Pfeil getroffen hat. Ich glaube, wir machen jetzt mal eine kleine Nachttour, erkunden hier mal ein bisschen. Und wenn ich was Cooles finde... Oh, hier ist ein Enderman. Den machen wir jetzt auch weg. Ist auch gut mit dem Schild gegen den, weil die machen eigentlich gut Schaden. Allerdings mit dem Schild und hier unter Blättern macht er natürlich nicht mehr so viel. Na, wo bist du? Da ist er. Komm mal her, Junge. Er kann uns hier unter den Blättern immerhin nicht so viel tun. Und wir haben tatsächlich eine Enderperle. Sogar zwei Enderperlen bekommen. Sehr gut. Die brauchen wir nämlich auch noch, wenn wir in den Nether gehen wollen. Und ich glaube, wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen um. Und gucken mal, was das Schild so drauf hat. Naja, ist jetzt unter Half-Life. Ich glaube, wir sollten gleich mal noch zur XP-Farm gehen, damit unser Schild hier nicht kaputt geht. Unbreaking wäre auf jeden Fall sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt noch eben zur XP-Farm, reparieren das Schild, nachdem wir die Spinne hier weggemacht haben. So Leute, da sind wir an der XP-Farm angekommen. Naja, Rüstung hat jetzt nicht so viel Schaden bekommen, aber wir können jetzt mal die Werkzeuge wieder voll reparieren. Und ja, wer die Folge hier mit der XP-Farm noch nicht gesehen hat, gerne jetzt oben rechts in der Infokarte auschecken. So Leute, das Schild ist wieder voll. Wunderbar. Ja Leute, und an der Stelle bedanke ich mich herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wenn du jetzt noch Vorschläge oder Anregungen hast für weitere Folgen von So geht Minecraft, gerne in die Kommentare schreiben, freue ich mich sehr drüber. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao Leute!